Schenkt euch einen Tee ein oder ein Glas Wein, heute ist Freitag. Heute können wir es uns auch noch ein bisschen mehr gut gehen lassen als sonst in der Woche. Anna, wunderbar. Dann lass uns anstoßen zum Tee. Heute ist Tag 18 und ich möchte mit euch heute über Risiko sprechen. Denn wenn wir uns mit unserem Leben beschäftigen, mit Geldanlage, geht es auch immer um Risiko. Ist ganz klar, weil ohne Risiko kein Leben. Ist klar, ne? Von diesem Wort Sicherheit, wir Deutschen sind ja sehr auf Sicherheit bedacht. Verabschiedet euch mal davon, dass ihr glaubt, bei der Geldanlage sei etwas sicher. Es ist risikoarm höchstens, aber es ist nicht sicher. Leben ist nicht sicher. Wir können in unser Leben einige Sicherheitslinien einziehen. Über einige habe ich schon gesprochen. Erinnert euch, Haftpflichtversicherung ist zum Beispiel so eine Sicherheitslinie, die wir einziehen in unserem Leben, dass wir eine Krankenversicherung haben, auch so eine Linie, die wir einziehen in unserem Leben, sollten wir krank sein, ne? Dass uns die Gemeinschaft hilft, wieder gesund zu werden und dass wir anderen auch helfen, weil alleine wäre es einfach zu teuer, ne? Hallo Luftschloss, ich grüße euch. Das sind die Sicherheitslinien, die wir einziehen in unserem Leben. Ohne Risiko kein Leben, ist auch klar. Wenn ihr ein bisschen darüber nachdenkt. Und so ist es genauso bei der Geldanlage. Ohne Risiko wächst unser Vermögen nicht. Deswegen, was machen wir? Risiko meiden ist nicht die richtige Strategie. Wenn wir Vermögen aufbauen wollen, wenn wir auch einen neuen Beruf lernen wollen, wenn wir in die Selbstständigkeit gehen, ist das immer mit Risiko verbunden. Es ist immer ein risikoreicher Schritt, der sich im besten Falle auszahlt. Das wissen wir vorher nicht. Deswegen brauchen wir einige Sicherheitslinien. Ich schicke euch auch Herzchen. Und ihr müsst euer Risiko managen. Darum geht es. Es managen. Es aktiv zu organisieren und abzufedern. Na? Und ein Risikomanagementpunkt ist eben tatsächlich eine Haftpflichtversicherung zu haben. Falls ihr irgendetwas macht, jemanden Schaden zufügt, damit eure Altersvorsorge nicht aufgebraucht wird, dadurch, dass ihr diesen Schaden begleichen müsst. Okay, also Risiko ist dabei. Unter Risiko versteht eigentlich jeder so ein bisschen was anderes. Wenn der eine sagt, es ist riskant, zu Hause zu hocken, ne? Kannst ja mal einen Unfall haben zu Hause. Der andere sagt, oh, es ist wahnsinnig riskant, auf die Straße zu gehen. Na, das ist eine private Einschätzung. Bei der Geldanlage ist das Risiko aber ziemlich klar definierbar. Da sprechen wir davon, tatsächlich von Verlustrisiken des eigenen Geldes. Ne? Also, dass wir unser Geld nicht wiedersehen, dass es jemand anders hat und es nicht mehr zu uns zurückfließt. Ne? Das ist unser Risiko. Und dieses Risiko ist aber nicht die Unsicherheit, ob da irgendwas passiert, sondern das Verlustereignis, das wird definitiv eintreten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, das ist unser Risiko. Na? Also es ist, das ist wie so beim Fußball, sag ich mal. Wenn ihr Fußball spielt, wisst ihr, da kommt ein Tor rein. Irgendwann wird ein Tor reinkommen. Dafür spielt ihr ja Fußball. Aber wann es reinkommt, mit welcher Wahrscheinlichkeit, das wisst ihr nicht. Und das ist genauso bei der Geldanlage, wenn ihr in Aktien oder auch in Immobilien investiert, euer Geld weggebt. Es wird ein Verlust eintreten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit, das wisst ihr nicht. Und deshalb müsst ihr euch darauf vorbereiten, mental und aber auch mit einigen Sicherheitslinien, damit ihr diesen Verlust managt. Am Aktienmarkt ist es so, ihr wisst ja, die Kurse schwanken, auch die Immobilienpreise schwanken. Solange ihr aber nicht in der Abschwungphase verkauft, realisiert ihr den Verlust nicht. Das ist euer Management, was ihr dahinter packt. Wenn ihr verkauft, dann realisiert ihr den Verlust. Okay? Aber der Verlust wird definitiv eintreten. Nur nicht, wir wissen nur nicht mit welcher Wahrscheinlichkeit. Das ist wichtig, das zu verstehen. Hier hat gerade Luftschloss was geschrieben. Ich glaube, so ein Seminar mit dir wäre sehr gewinnbringend. Ja, und auch unterhaltsam. Wir haben immer sehr viel Spaß. Luftschloss in unseren, in meinem ETF-Seminar zum Beispiel, lachen wir auch sehr viel und es ist immer sehr lebendig. Zurück zum Risiko. Also, das muss klar sein. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, dass ihr das versteht, dass die Verluste definitiv, wenn ihr am Aktienmarkt investiert, kein Gewinn ohne Kontrollverlust
auf eure Anlagen. Risiko müsst ihr managen, ne? Und wie macht ihr nun das Managen des Risikos? Albert Warnecke, der Finanzvisier, der sagt immer, was ich immer sehr schön finde, diesen Fußballvergleich, sagt er immer, wir brauchen einen Sturm und wir brauchen eine Verteidigung, ne? Und genau das ist der Punkt. Bei unserer Geldanlage brauchen wir einen risikoreichen Anteil und einen risikoarmen Teil, der quasi als Libero vor dem Verlustrisiko quasi steht. Wir haben einen Teil, der stürmt nach vorne, der geht viele Risiken ein, und der andere Teil sichert die Risiken, die der Sturm da vorne fabriziert, weil er doch ein bisschen wild drauf losdüst. Nach hinten machen wir zu, damit die Verluste aufprallen und wir es abfedern. So könnt ihr euch im Grunde euer Geldmanagement, oder so denkt bitte auch euer Geldmanagement und euer Vermögensaufbau. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich im Vermögensaufbau zwei Bestandteile haben. Eben den risikoarmen Teil, die Verteidigung, den Libero, und den risikoreichen Teil. Und dieses Gesamtpaket, wir betrachten das, ich hatte das schon in meiner früheren Folge gesagt, wir betrachten unser Vermögensaufbau immer auf das gesamte Vermögen, aber wenn wir ein Depot aufbauen, zum Beispiel eben mit Aktien, dann betrachten wir das auf Depotebene. Und da haben wir risikoärmere Bestandteile mit Tagesgeld und Anleihen und risikoreiche mit zum Beispiel eben Aktien und ETFs. Das ist diese Portfolioebene. Wenn ihr eine Immobilie habt und nur in Immobilien investiert, dann habt ihr eure Immobilie und dann habt ihr als Sicherheitspuffer im Hintergrund Tagesgeldkonten, wo ihr bestimmte Summen drauflegt, damit die Immobilie immer saniert werden kann und so weiter. Und sollten da Mietausfälle sein und so weiter, ne? Das ist auch die Sicherheitslinie, die ihr dann einzieht, okay? Wie könnt ihr jetzt eure Risiken tatsächlich managen durch das Einziehen von verschiedenen Sicherheitslinien? Die eine Sicherheitslinie ist tatsächlich dieser Sicherheitsanker, Tagesgeld, Anleihen, um euren Sturm vorne, die Aktien, zum Beispiel in ETFs, aber auch in Einzelaktien, loslaufen zu können, ne? Das ist der Sicherheitsanker, den ihr drin habt. Gerd Kommer sagt zum Beispiel in seinem Weltportfolio, ne, ist genau das Gleiche. Der risikoreiche Teil geht in ETFs, in Aktien-ETF, und der risikoarme Teil auf seinem Weltportfolio geht in Anleihen, ne? Dann breite Streuung, damit sichert ihr auch eure Risiken ab, minimiert sie gegen Null. Im ETF-Portfolio ist es eben, weil ihr auf ETFs, auf einen breiten Index setzt, diversifiziert ihr stark. Wenn ihr in Einzelaktien investiert, ist so der Rat, mindestens 10, 15 verschiedene Unternehmen drin zu haben, damit ihr da eine Streuung habt. Oder ihr habt eben Aktien und Immobilien und vielleicht noch Rohstoffe. Dass ihr nicht alles nur auf ein Pferd setzt, auf eine Aktie, auf ein Unternehmen, auf eine Immobilie, sondern es streut. So managt ihr auch euer Verlustrisiko, ne? Dann, wie ihr auch euer Verlustrisiko minimieren könnt, sind lange Laufzeiten. Wenn ihr Vermögen aufbaut, mit Aktien zum Beispiel, mindestens 15 Jahre liegen lassen, laufen lassen, dann habt ihr mit 100%iger Wahrscheinlichkeit eine Durchschnittsjahresrendite von etwa 6%. Stellt euch mal ein bisschen in den nächsten Jahren auf etwas niedrigere Renditen ein. Ich würde da mit 5% rechnen, nicht mehr mit 6%. Lange Laufzeiten für den Vermögensaufbau, auch die minimieren das Verlustrisiko der Geldanlage, ne? Dann, wenn ihr regelmäßig in eure Geldanlagen Geld investiert, auch das minimiert das Risiko, weil immer neues Geld wieder in die Anlage strömt, ne? Wenig Emotionen ist auch ein ganz großer Sicherheitsfaktor, beziehungsweise etwas, was euer Risiko des Verlustes abfedert. Denn wenn ihr nüchtern über eure Geldanlage entscheidet, dann entscheidet ihr auf Basis von Fakten. Wenn ihr auf Emotionen entscheidet, dann entscheidet ihr gerade auf der aktuellen Lage, genau, eurer Gefühlsebene, und werdet getrieben von den verschiedensten Einflüssen eures Gehirns. Und das ist meistens ziemlich desaströs. Deshalb möglichst wenig Emotionen. Wir Menschen neigen zu vielen Übersprungshandlungen, zu Herdenverhalten, rennen anderen hinterher, obwohl die Fakten wirklich eine andere Sprache sprechen. Also wenig Emotionen in der Geldanlage minimiert euer Verlustrisiko auch sehr stark.
gibt da tolle Bücher dazu, zum Beispiel das von ja, Kahnemann und Tversky, ne? Von Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, das ist so der Klassiker mit den Verlustrisiken oder auch diese ganzen Börsenregeln. Jessica Schwarzer hat auch ein ganz nettes Buch geschrieben, dessen Titel mir jetzt gerade nicht einfällt. Geht es um Börsenpsychologie und natürlich Costolani, ganz, ganz der Klassiker schlechthin. Costolani lesen wegen der Börsenregeln finde ich auch recht gewinnbringend, um möglichst die Emotionen rauszunehmen aus dem Thema, damit ihr, ja, es gibt so einen Spruch, das größte Risiko beim Geldanlegen sind wir mit unseren Emotionen. Ne? Lasst sie raus, dann minimiert ihr euer Risiko. Und ihr minimiert auch euer Risiko, indem ihr nur, ich sag mal nur, nach einer soliden Rendite strebt. Also um die 5%, um die 5%. Wenn ihr sagt, ich will in meinem Portfolio unbedingt, also 8% Rendite haben oder 10% Rendite, dann seid ihr dermaßen riskant unterwegs, dass ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit hohe Risiken in eurer Geldanlage realisieren werdet, bis hin zum Totalverlust. Weil das Risiko ist natürlich immer ein Spiegelbild, ja genau, der Verlustmöglichkeiten. Je höher jemand euch eine Rendite verspricht, desto höher ist das Risiko des Totalverlustes. Das müsst ihr immer wissen. Man kann nur im Nachhinein sehen, dass die Rendite relativ hoch gewesen ist, aber nur mit einem überschaubaren Risiko selber eingehen. Ich hatte das in der früheren Folge schon mal gesagt, dass wenn euch jemand eine hohe erwartete Rendite verspricht, geht das nur mit einem extrem hohen Risiko. Und das heißt aber auf der anderen Seite ein hohes Verlustrisiko. Ne? Der Weg geht eben andersrum nicht. Wenn ihr eine hohe Rendite habt, seid ihr ein hohes Risiko eingegangen. Aber ein extrem hohes Risiko einzugehen, heißt noch lange nicht, dass ihr auch eine extrem hohe Rendite bekommt. Das ist ganz wichtig im Kopf zu verstehen. Ja. Gerald sagt, ETFs sind gut für die Masse. Ja, in der Tat sind sie, weil wir damit mal ganz locker in 1600 Unternehmen weltweit investieren können, mit dem MSCI World zum Beispiel, in die Industrieländer und nicht uns mit einem Unternehmen bei Einzelinvestments beschäftigen müssen, absolut, weil da muss man sich schon ordentlich eingraben in die Materie, dann ist es gut, wenn man Bilanzen lesen kann. Man muss die wichtigsten Fakten eines Unternehmens kennen. Man muss wissen, was ein Cashflow ist, ne? Kurs-Gewinn-Verhältnisse. Man muss sich mit Branchen beschäftigen können oder Lust haben, sich damit zu beschäftigen, mit dem ganzen Unternehmenssetting, wie das Management ist, wo das Management herkommt. Also da gibt es so viele, da gibt es Innovationskraft des Unternehmens. Also da gibt es so viele Kennziffern, die tatsächlich Investoren wissen sollten, bevor sie in Einzelaktien investieren. Und deshalb sind ETFs, die eben so einen Index einfach, sag ich mal, nachbilden, tatsächlich gut für die Masse, weil es eben nicht ganz so viel Know-how bedeutet, erstens, und weil wir das Risiko einfach durch die Streuung 1600 Unternehmen mindestens hier im MSCI World tatsächlich wirklich gut streuen können, dieses Verlustrisiko. Ne? Trotzdem sind die Schwankungen, das Risiko ist trotzdem da, ne? Ganz klar. Okay. ja, wunderbar. Ich auch. Okay, prima. Also, das waren so mal die sechs Punkte, so 6 Punkte, mit denen ihr eure Risiken tatsächlich des Vermögensaufbaus senken könnt, ne? Indem ihr Sicherheitslinien und Sicherheitsanker einbaut, indem ihr breit streut, nicht nur alles in eine Immobilie oder in ein Unternehmen steckt zum Beispiel oder in eine Genossenschaft, ne? Immer mehrere Sachen haben, lange Laufzeiten, regelmäßig Geld anlegen, Emotionen rausziehen aus der Geldanlage und mit soliden Renditen rechnen und keine Mondrenditen. Da sind wir nämlich wieder bei diesem Gier-Effekt, den wir Menschen einfach haben. Das mit der Gier, das ist also ne, die Finanzkrise wäre nicht entstanden, wenn wir Menschen nicht so gern auch ganz viel Geld haben wollten. Das ist ein Gierfaktor. Das sind die Emotionen. Und die möglichst raushalten, nüchtern die Sachen angehen bei der Geldanlage. Da reduziert ihr euer Risiko des Verlustes enorm. Wirklich enorm. Und dann kommt natürlich noch ein Punkt hinein, wie das sind dann die Frage, okay,
Das sind so ein paar Fakten. Was aber auch noch dazu kommt, ist, in welchem Alter ihr seid. Also, wenn ihr jung seid, jugendlich, 15, 18, könnt ihr viel höhere Risiken eingehen, nämlich zum Beispiel den Sicherheitspuffer relativ niedrig fahren, teilweise auf Null setzen. Aber wenn ihr schon älter seid, so wie ich, mit meinen 50, ich kann nicht mehr 100% in Aktien investiert sein. Zum Beispiel, ich habe schon ein paar andere Sicherheitslinien. Bei mir sind es schon mindestens 30% an sicheren Anlagen, die ich in meinem Portfolio habe. Der Rest steht noch im Sturm mit 70%. Und je näher mehr uns wir quasi der Rente nähern und wir das Geld auch zum Leben brauchen, desto mehr erhöhen wir die risikoarmen Bestandteile und lösen langsam die risikoreichen Bestandteile auf, weil wir das Geld ja brauchen, ne? Und das ist auch wichtig, dass ihr das versteht, dass das Risiko, das ist auch dieses Risikomanagement. Es hängt auch an eurem Alter und an euren Lebensumständen, euren persönlichen Umständen. Und es geht dann immer eben darum, wann braucht ihr wie das Geld? In jungen Jahren braucht ihr euer Geld in 50 Jahren später erst, ne? Ich brauche es in 15 Jahren. Ein Teil davon, nicht alles, ein Teil davon. Deshalb, auch das spielt alles damit hinein, wie ihr die Risiken, die bei Investments sind, abgefedert werden. Auch ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist manchmal so, sichere Anlagen, genau, sichere Anlagen gibt es ja eigentlich nicht. Warte mal. Nee, aber für die meisten ETFs die besser war. Ja. Ja, Aktienanalysen machen, können sehr viel Spaß machen, wenn man so ein bisschen auch gerne damit frickelt und mit Zahlen umgeht. Aber Gerald, du weißt mit Sicherheit, viele haben da doch nicht so den Bezug, so gerne sich so reinzugraben in Geschäftsberichte und in Bilanzen und so. Es ist so und es ist auch nicht schlimm, ne? Deswegen sind ETFs in der Tat eine gute Näherungslösung dafür. Okay? Welche sicheren Anlagen? Ja, sicher, du hast natürlich recht. Sicheren Anlagen. Es gibt keine sicheren, es gibt risikoarme. Ja, da sind wir bei den Klassikern. Weltweite Unternehmens- und Staatsanleihen gepoolt. Zwischen Restlaufzeit etwa 3 Jahre, länger nicht, 5 Jahre vielleicht noch, aber eher so tendenziell kurzlaufend. Das sind sichere. Risikoarme. Ich spreche eigentlich, möchte eigentlich nicht von sicheren Anlagen sprechen. Deshalb entschuldigt, wenn ich das getan habe. Risikoarme. Ne? Okay. Genau. Ja, genau. Ich wollte jetzt auch noch mal Beate Sander ansprechen, Gerald, weil du das auch gerade sagst, also schreibst. Beate Sander, Börsenoma, sie nennt sich mittlerweile die Aktien- oder die Börsenoma, obwohl ich das ehrlich gesagt ein bisschen despektierlich finde. Die Frau ist eine tolle Investorin, Lehrerin gewesen, und Beate Sander hat es innerhalb von 20 Jahren tatsächlich zur Millionärin gebracht mit einem Anfangsvermögen. Ich weiß nicht, ob es 20.000 waren oder 50.000, relativ überschaubar. Beate Sander hat es mit einem ganz speziellen, selbst ausgedachten System gemacht. Sie ist Lehrerin gewesen. Sie hat Wirtschaftsbücher geschrieben während ihrer Zeit als Lehrerin. Also sie hat immer ein Faible für dieses Thema gehabt. Und als sie in Pension gegangen ist, hat sie angefangen, tatsächlich mit System ein Vermögen aufzubauen bis zur Millionärin. Was dabei immer nicht gesagt hat, Beate Sander hat das ganz toll gemacht. Das ist wirklich ein ganz spannendes System. Sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Könnt ihr euch gerne anschauen, das ist super. Es ist echt ein Gewinn, das zu lesen. Was bei Beate Sander aber immer nicht dazu gesagt wird, ist, dass sie nicht von ihren Investments leben musste. Das heißt, Beate Sander hat immer alles, volle Kante, 100%, glaube ich, in den risikoreichen Teil gesteckt. Sie musste nicht davon leben, weil sie hatte ihre Beamtenpension, von der sie leben konnte. Das ist natürlich eine komfortable Situation. Sie konnte im Grunde das als Spielgeld immer wieder investieren. Das ist für Leute wie mich oder wahrscheinlich auch für euch, die von ihren Dividenden und von den Aktieninvestments irgendwann mal leben möchten, ne? So wie Gerald, du möchtest von den Dividenden irgendwann mal leben, weil du es zum Leben brauchst. Dann musst du
anders agieren. Also da brauchst du schon ein paar andere Sicherheitslinien, als wenn das wirklich nur on top kommt, zu einem ohnehin schon sehr reichlich ausgestatteten finanziellen Leben on top kommt. Dann könnt ihr ganz anders agieren. Dann könnt ihr so agieren wie Beate Sander und dann könnt ihr es mit Geschick und Zeit tatsächlich zur Millionärin bringen. Aber Frau Sander, muss man auch dazu sagen, das hat sie ja selber auch schon in Interviews gesagt, das Erste, was sie morgens macht, ist, glaube ich, sich einen Kaffee nehmen oder einen Tee und sich an ihren Laptop setzen und gucken, wie die Börsen stehen. Das ist ihr Hobby, das ist zeitaufwendig, das macht sie, seitdem sie in Pension ist. Das ist für uns mit Vollzeitjob, mit Partner, Partnerin, Kind, Kindern, Eltern, Freunden und so weiter nicht zu machen. Und auch deswegen sind zum Beispiel ETFs eine gute Alternative dazu, weil sie eben nicht so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Okay? So, was wollte ich euch noch zum Risiko sagen? Auf jeden Fall ist es so, dass ihr dem Risiko in eurem Leben einen Raum einräumen solltet, wenn es um die Vermögensanlage geht, dass ihr euer Leben durchdenken müsst, welche Verantwortung habe ich zu tragen, welche finanzielle Basis brauche ich zum Leben und dann die risikoreichen Bestandteile dazu ordnen. Nicht 100%, nicht all in den Aktienmarkt, das könnt ihr nur machen zum Beispiel, wenn ihr anderweitig schon Einkommen habt, weil ihr das Geld ja braucht. Ihr könnt in die Aktienmärkte kein Geld investieren, was ihr wirklich in dem Moment braucht, in dem ihr es weggebt. Das geht nicht, ne? Ihr müsst dann immer zweigleisig fahren, weil, wisst ihr, Schwankungen, das Risiko gemanagt werden muss. Okay, das wäre der Tag für heute. Ich schaue mal noch mal durch, was ihr noch geschrieben habt. Gerald schreibt noch: Ich habe zum Glück mit 15 zum Arbeiten begonnen und habe mit 60 meine 45 Jahre zusammen. Okay, Gerald, dann bist du schon Rentner und kannst jetzt von den Dingen, von der gesetzlichen Leben und weiter aufbauen. Wunderbar. Dann viel Freude damit. Captain Sven schreibt noch, Beamtenpension ist sehr risikoarm. In der Tat. Sehr risikoarm. Da könnte man schon fast von einem sicheren Investment sprechen, aber es ist ja kein Investment, es ist ja was, was sie sich im Grunde auch erarbeitet hat, Beate Sander. Okay, was gibt es am Montag? Ich möchte am Montag mit euch oder würde über nachhaltiges Investment reden, über nachhaltige ETFs und überhaupt kurz was dazu sagen zu Nachhaltigkeit bei der Geldanlage. Ne? Mr. BlackRock-Chef Larry Fink hat ja wann war das? Vor ein paar Tagen bei Davos ein interessantes Statement gegeben. Nachhaltige Geldanlagen sind auf jeden Fall ein großes Thema und ein wichtiges Thema. Jetzt mal ganz unabhängig von dem, was Herr Fink da so von sich gegeben hat. Na? Okay, also die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli. Oh ja, genau, Gerald. Sehr guter Hinweis. Von Rolf Dobelli, Die Kunst des klaren Denkens. Wunderbar. Herr Dobelli hat auch noch viele andere Bücher geschrieben. Ich habe ein anderes Buch von ihm noch. Da geht es ja, genau das, was um das klare Denken, aber da hat das nochmal kürzer zusammengefasst, auf kleine Geschichten. Dobelli ist, ich glaube, von dem ist alles super lebenswert. Unterhaltsam geschrieben, toll gemacht. Dobelli ist eine absolute Leseempfehlung, ja. Okay, also und Dobelli ist vor allen Dingen, sind auch immer so schmale Bücher, die man wohl super gut weglesen kann. Schön auch im Urlaub, eignet sich auch super als Urlaubslektüre, ist unterhaltsam und du nimmst immer was mit. Sein Buch, eines seiner Bücher, dessen Name mir aber jetzt echt nicht einfällt, liegt auf meinem Nachttisch. Okay, dann, ich wünsche euch was. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen, dass ihr mir die Treue haltet. Freitag ist ja echt so ein spezieller Tag, ne? Lasst es krachen. Ich trinke noch einen Schluck. Lasst es krachen, macht es euch hübsch und wir sehen uns am Montag. Nachhaltige Investments und dann ab Dienstag euer Wunschkonzert. Also, ich habe schon ein paar Themen gesammelt. Wenn ihr noch Themen habt, schreibt mir es in die Kommentare rein und in eine Direktnachricht. Okay? Also, ich grüße euch und wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Ciao, ciao. Eure Geldfrau.